100 Jahre wurde an dieser Stadtmauer gebaut. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts umschließt und schützt sie das Zentrum von Lucca. Die 12 Meter hohe Ringmauer ist das Wahrzeichen der italienischen Stadt. Es gibt sogar einen Verein zur Erhaltung der Stadtmauern. Dank der Mauern konnten der Charakter unserer Stadt und die gesamte Anlage der Altstadt bewahrt werden. Denn im Schutz des Mauerrings ist Lucca so erhalten geblieben wie im 15. Jahrhundert. Mit der Kutsche, dem Rad oder zu Fuß kann man oben auf der Stadtmauer die ganze Altstadt umrunden. Rund 4 Kilometer lang ist die Mauerpromenade. Es ist ein Treffpunkt für Jung und Alt, auch für die Touristen. Ein Wellnesszentrum für alle und noch dazu gratis. 6 Tore führen in die verkehrsberuhigte Altstadt. Alle Sehenswürdigkeiten, wie die Kathedrale San Martino, sind in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Die Torre Guinici mit ihren Steineichen auf dem Dach ist ein beliebter Aussichtspunkt. Im 14. Jahrhundert, als Lucca durch Textilwirtschaft reich geworden war, ragten hier 250 Wohntürme der Adelshäuser in den Himmel. Auf der Piazza Cittadella steht die Statue des berühmtesten Sohnes der Stadt, des Komponisten Giacomo Puccini. Sein Geburtshaus ist heute ein Museum. Dirigent Andrea Colombini kommt regelmäßig hier vorbei. Seine Musik hört man in Lucca überall, auch dank zahlreicher Konzerte. Puccini als meistgespielter Opernkomponist der Welt ist unser ganzer Stolz. In der Basilica San Giovanni probt Andrea Colombini mit Mitgliedern seines Ensembles Arien aus Puccinis Oper La Bohème. An 360 Tagen im Jahr kann man hier Puccinis Musik live erleben. Nur wenige Schritte entfernt liegt versteckt eine der Attraktionen von Lucca. Der Platz des Amphitheaters. Die Römer hatten hier einen Schauplatz für Wettkämpfe errichtet. Im Mittelalter wurden auf den Trümmern des Amphitheaters Wohnhäuser gebaut. An der Außenseite kann man heute noch Reste der römischen Mauern erkennen. Aber nicht alles in Lucca ist antik. Das Zentrum für zeitgenössische Kunst zeigt wechselnde Ausstellungen. Bilder des Fotokünstlers David LaChapelle. Moderne Malerei des 20. Jahrhunderts. Oder Aufnahmen des US-amerikanischen Fotoreporters Robert Capa. Ohne die Kultur von heute könnte man sich nicht an Vergangenes erinnern. Deshalb wollen wir auch mit zeitgenössischer Kunst Besucher nach Lucca holen. Mit Respekt für die Geschichte, aber ohne darin stecken zu bleiben. Auf der Via Filungo, Luccas Flaniermeile, wird es eng am Nachmittag. Einheimische wie Touristen zieht es in die Altstadt mit ihren kleinen Geschäften und Bars inmitten historischer Kulisse. In Lucca kann man sich vergnügen, aber ohne Stress. Man muss die versteckten Ecken und Schönheiten langsam entdecken. Diese Stadt muss man genießen. Nach Feierabend geht es wieder auf die Stadtmauer. Direkt in ein Bollwerk gebaut ist das Café San Colombano. Hier kann man bei toskanischen Spezialitäten den Tag ausklingen lassen. Und auf der Mauerpromenade die Abendstimmung genießen. Immer mit Blick auf die Altstadt von Lucca.